Durchs Fenster, durch die Lamische wollte ich nicht, die zerbröseln gerade den Bürgerstein. Immer noch? Stadt hat doch gesagt, wir könnten den Laden morgen wieder aufmachen. Das würde mich aber wundern, Anton. Scheiß Ober am Bauch. Hä? Wieso hast du eine Zahnbürste in den Schmiss? Ich hab mich doch so beeilt. Ich war gerade im Badezimmer, als meine Mutti mir sagte, dass du mich dringend sprechen musst. Hat sie gesagt, warum? Oh ja, tut er noch sehr weh? Na, dein Zahn. Hä? Meine Mutti hat gesagt, dass du angerufen hast und gesagt, dass dein Zahn ist explodiert. Ich hab gesagt, mein Plan hat funktioniert. Von wem ist der denn? Was bringt Lucy auf den Tisch? Hurra, das ist ja Südseefisch. Wir haben dich endlich gemeldet. Sehr geehrter Herr Zimmermann, das bist ja du. Ach, tatsächlich. Wie Sie sich sicher erinnern werden, haben Sie am 29. Februar diesen Jahres unsere Filiale an der Apostelnstraße in Köln besucht. An diesem... Warte, das ist doch genau der Tag an... Genau der. An diesem Tag hat sich Ihr Leben für immer verändert. Haben Sie das auch ehrlich kapiert? Ja, langsam Zeit. Ich habe dir mindestens 5 Briefe geschrieben. Deshalb teilen wir Ihnen mit, dass ein Mitarbeiter unseres Unternehmens Sie am 19. November in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr aufsuchen wird. Ja, warte, das ist ja heute. Du sagst es. Ah! Kacke! Ja, ich weiß. Ja, dann mach ich noch kaputt. Bist du verrückt? Die Plastikdinger haben 2,50 Euro Stück gekostet. Also, du hast sie noch nicht mehr alle. Stimmt, ein paar habe ich schon in der Teeküche deponiert. Und was soll das? Das wirst du sehen, wenn Uschi wieder da ist. Hast du alles parat? Alles, was ich bei uns im Altenheim auftreiben konnte. Eine elastische Binde, eine Gehhilfe, Stützstrümpfe. Betes. Ich habe keine Krampfadern, ich leide an einer multiplen Dysfunktion des gesamten Bewegungsapparates, den ich mir bei einem schweren Sturz aus großer Höhe zugezogen habe. Anton, du bist in der Filiale von der Südsee auf eine Fischfrikadelle ausgerutscht und hast sie auf den Arsch gesetzt. Und habe mir eine schwere Prellung des 9. Lendenwirbels zugezogen. Der Mensch hat aber bloß 5. Umso schlimmer. Pazziporto. Anton, du hattest doch nur einen blauen Fleck. Äußerlich, aber innerlich bin ich schwer behindert. Allerdings. Weißt du eigentlich, wie sieht man der Südsee so doof und fallen auf so einen Quatsch rein? Dafür brauche ich doch deine Hilfe, Junge. Ich muss aussehen, als wäre ich in der Bus gelaufen. Anton, dann schicke den Doktor und Röntgen dich. Ja. Und der stellt dann bei mir eine Prellung des Rückenmarks fest. Ich bin als Kind mal vom Kirschbaum gefallen. Anton, das ist Betrug. Ja. Aber dient einem guten Zweck. Und ich will da bloß eine kleine Entschädigung haben. Eine kleine Entschädigung ist gut, Anton. Ich denke, du willst 35.000 Euro Schmerzensgeld. Von die von der Südsee sind das doch bloß Peanuts. Aber für mich ist das genau die Summe, die mir fehlt, um mir den Traum meines Lebens zu erfüllen. In Köln am Ring. In den Regenstehen. Vor Sonne stehen. Doch und an die Schmut als Träne Was sagt denn Uschi dazu? Bei ihr bestirbt Verhältnis zum Karneval. Also geniert sie sich immer noch, bloß weil sie dir damals im Gürzen nicht in die Männlichkeit gesprungen ist? Also das kann euch eben passieren. Ja, aber nicht bei der Prinzenproklamation. Ist danach nie wieder aufgetreten. Und ihr wart so ein schönes Paar. Du als Tanzoffizier und sie als Funke Mariechen. Ach, warte, dann sag, wenn ich erst mal Prinz bin, hat Uschi auch wieder Spaß dran. Anton, ich hab da kein gutes Gefühl. Das ist und bleibt beschissen. Ach, dann soll man jetzt meiner Nachweis. Wozu habe ich eine Tochter, die Jura studiert? Und dann auch noch in Amerika. Mhm. Kommt Luzi bald wieder? In einer Woche, glaube ich. Oh Gott, das sind ja nur noch 7 Tage. Ist sie eigentlich immer noch... Frau, davon gehe ich mal aus. Nein, ich meine... Blond ist sie auch noch, ja. Gott, du musst doch vor blonden Frauen keine Angst haben. Uschi, date oder ohne. Uschi ist ja auch keine Frau. Sondern? Uschi ist Uschi. Es gibt Männer und Frauen und Uschi.
Was sagt ihr denn eigentlich dazu? Die freut sich, wenn ihre Tochter wieder da ist. Nein, ich meine die andere Geschichte. Dafür habe ich doch die Kakerlaken, die entsorgen meine Frau. Hat jemand noch so Schiss vor diesen Viechern? Das weißt du doch. Als wir im Frühjahr mal eine echte Kakerlake in der Backstube hatten, ist meine Frau erst nach den Tagesthemen wieder aufgekreuzt. Also das war doch der Tag, an dem diese nette Fußpflegerin da war, diese... Betty. Genau. Die war nicht nur nett, die Kunde jetzt. Danach waren meine Blasen so gut wie weg. Die Fußpflegerin übrigens auch. Ich hab die nie mehr wiedergesehen. Kunsthaft! Anton, darf ich? Nein, du darfst nicht. Ach, Anton, warum darf ich denn nie? Spätes, wie viel ist 3x3? 12. Siehste, deswegen darfst du nicht. Aber gerne, mein kleines Wunderteilchen. Pass auf. In 30 Sekunden ist meine Frau von der Bildfläche verschwunden. Da bin ich aber gespannt, Anton. Das hält's im Kopf nicht aus. Eine Riesenschlange im Supermarkt. Und? Ist jemand gebissen worden? Ja, der Filialleiter, weil nur eine Kasse auf war. Sag mal, hast du in gekauft Ziegelsteine? Quatsch, aber heute gab es Tomatensaft zum halben Preis. Letzte Woche war Hundefutter im Angebot. Ich hab gleich 3 Dosen gekauft. Aber du hast doch ja genug. Nee, aber war doch im Angebot. Und ich dachte, vielleicht mag Uschi das auch. Uschi und Schafi fressen, Mensch, du hässt ihn mir auch. Heißt dieser blöde Papagei immer noch wie ich? Das war eine Schnapsidee, den nach mir zu nennen. Nein, das war Liebe. Ah ja, ich sage nur Elvis. Ach, du fang doch nicht schon wieder mit der Katze an. Das war keine Katze, das war ein Kater. Den du mit Absicht überfahren hast. Habe ich nicht, die Katze ist weggelaufen. Das habe ich ja schon 100 Mal erzählt. Dir traue ich nicht von 12 bis Mittag. Du hast mir diesen Vogel einfach mal geschenkt. Diesen blöden Vogel. Uschi, mein Uschi ist nicht blöd. War ja nicht so gemeint, Bett. Komm, du kannst den Vogel nie leiden, deswegen musst du auch Bett schenken. Der Vogel war mir einfach zu unhygienisch. Sowas zieht doch Ungeziefer an. Bestimmt doch überhaupt nicht. Meine Mutti und ich werden jedenfalls keine Kakerlaken bei uns in der Bude. Wir auch nicht. Bete, sei so lieb und bring den Einkauf nach oben, ja? Das hat ja wunderbar geklappt. Verstehe das nicht. Ich glaube, meine Frau braucht eine Brille. Na also, funktioniert doch. Anton! Anton! Eine Kaffeemaschine. Nein, eine Kaffeemaschine. Eine Kakerlake. Wo? Na da, in der Küche. Da ist ja auch eine und da und da. Die hat doch Anton extra. Nein, noch das ist auch gut so. Wie bitte? Bett, es meint, das ist gut so, da können wir uns um die Kakerlaken kümmern. Macht euch keine Mühe, sowas muss man Profis überlassen. Anton, ruf den Kammerjäger an. Aber ich kenne ja keinen. Die Firma Specht und Kompagnon. Nicht Specht, sondern Hecht. Hecht wie Hering. Aber das ist doch nicht nötig. Und ob... Wenn die wieder weg sind, dann kannst du mich auf dem Handy anrufen. Ich bin so lange in der Palmstraße. Doch nicht etwa in diesem Institut für angewandte Bekloppte. Unsinn. Im Nagelstudio. Das ist doch auf der Ecke Palmstraße, Friesenwald. Da bist du in letzter Zeit aber wirklich sehr oft. In letzter Zeit, da habe ich aber auch sehr brüchige Nägel. Oh, komm, erzähl mir das. Wenn du so machst, ist immer irgendwann im Busch. Anton, du spinnst. Ich traue dieser Frau nicht von 12 bis Mittag. Ach, kann doch Gott. Was denn für ein Institut? Da ist so ein Bestuster, der behauptet, er könnte mit Toten reden. Was will Uschi von dem? Mit Elvis sprechen. Sie will erfahren, was damals wirklich passiert ist. Und Anton, hast du die Katze überfahren? Ja, nein, das ist mit Auto gelaufen. Ich hab's dann hinten im Garten neben dem Komposthaufen beerdigt. Und Anton, will Uschi das erfahren? Darum will ich ja nicht, dass sie da hingeht. Los, Junge! Hol die Sachen. Was denn? Der Typ von der Südsee kann jeden Augenblick hier sein. Ja, hab ich doch gestern hier schon deponiert. Voila. Lass mich doch mal gucken, Mensch. Glaubst du, dass in meinem Alter noch ein Kind kriege? Aber die wissen. Guck mal, das ist doch gut. Was macht man damit? Einfach umhalten.
Bist du blöd? Bin aber auch pegelig. Ach, Ben, das ist doch alles nur Kinderkram. Hast du nichts Vernünftiges im Rollstuhl oder was? Ja, das sieht der Jude aus. Das ist ein Stützkorsett, wenn man es an der Wirbelsäule hat. Ja, das ist doch prima. Gib mal her, Mensch. Dafür bist du viel zu dick. Ich bin nicht so dick. Ich bin als Kind nur mal in den Zaubertrank gefallen. Wenn du meinst... Ja. Na, los, guck, ich sag doch, du bist zu dick. Ach, lass mich das machen. Du hast auf dem Rücken auch Augen? Nee, aber oben im Spiegel. Papa? Mama? Hallo? Komisch, wo sind die denn alle? In ein schwarzes Loch gefallen. Susanne, bitte hör mit deinen Witzen auf. So, meine Studenten, machen sich immer kaputt darüber. Das müssen sie ja auch, du verteilst schließlich die Noten. War dir denn nicht okay? Doch, doch. Deine Verhältnisse relativ gut. Apropos, habe ich dir schon mit der Relativitätstheorie erzählt? Danke, mehrfach. Schätzchen, tu mir mal einen Gefallen und vergiss für ein Weilchen deine Astrophysik. Wir sind ja auf der Severinstraße. Hier weiß kein Mensch, wovon du redest. Aber du hast doch immer erzählt, deine Eltern hätten Sinn für Humor. Eben. Es ist ja auch schon schlimm genug, dass sie denken, ich komme erst nächsten Mittwoch wieder. Aber du hast sie doch angerufen. Natürlich. Versucht, aber irgendwie ging's nicht. Das heißt, die wissen gar nicht, dass ich mitkomme. Nicht direkt, aber dein Vorstellungsgespräch an der Uni in Düsseldorf hat sich ja auch erst ganz kurzfristig ergeben. Mit anderen Worten, die wissen gar nichts. Doch, dass ich geheiratet habe, wissen sie. Aber nicht wen oder wie oder was. Nicht wirklich. Ich hol mal das restliche Gepäck. Ja, und du gehst schon mal vor in den Hühnerstall. Hühnerstall? Muss ich da auf einer Stange sitzen? Quatsch. Meine Eltern hatten früher mal Hühner. Aber 89 haben sie die abgeschafft. Weil da Berlin die Mauer gefallen ist? Nee, da ist im Hühnerstall meine Mama gefallen. Sie wollte Rosenmontag angezwitschert Eier holen und ist gestolpert. Und? Meine Mama hatte eine Beule und die Eier waren matsch. Und danach hat Papa mir den Stall zur elternfreien Zone umgebaut. Na dann. Also jetzt guck dich doch mal an, das funktioniert doch nie. Ich weiß gar nicht, was du willst, das passt doch wie angegossen. Jetzt kommt der Doktor von der Südsee und wir haben nicht mal einen Rollstuhl. Dann setz dich doch wenigstens hier am Tisch. Was soll ich denn auf dem Tisch betzen? Was soll ich denn auf dem Tisch? Das ist doch Quatsch, Betz. Ich setz mich nicht auf den Tisch, Betz. Was soll ich auf den Tisch? Überraschung! Luzi, wo kommst du denn auf einmal her? Papa, was ist los mit dir? Bist du krank? Wie kommst du denn darauf? In der Backstube auf dem Tisch liegst und komisch sprichst. Ich spreche doch nicht komisch. Ich liege hier, weil... Bettes, hilf mir doch mal hoch, Mensch. Bettes. Ja gut, hilf mir doch mal, Mann. Ja, natürlich. Danke. Hallo, Papa. Danke. Ich glaube, mit Bettes stimmt was nicht. Merkst du das jetzt erst? Bettes, das ist doch Luzi. Luzi, meine Tochter. Ist es immer noch so schlimm? Besser geworden ist es jedenfalls nicht. Bettes, erkennst du mich denn nicht? Bettes, ich bin es doch. Wie geht es denn deiner Mutti? Gut, sie sitzt den ganzen Tag am Fenster im Schaukelstuhl. Luzi, warum hast du nicht angerufen und gesagt, dass du früher kommst? Das habe ich versucht, aber bei euch geht seit 2 Tagen niemand ans Telefon. Wie denn auch? Bei dem blöden U-Bahn-Bau haben sie uns eine Telefonleitung gehabt. Nur waren 3 Tage von der Außenwelt abgeschnitten, aber jetzt zählt wieder. Ich wollte es auch noch mal aus Frankfurt probieren. Aber unsere Maschine aus Boston hatte so viel Verspätung, dass wir mit Mühe den Anschluss gekriegt haben. Wir? Wer ist wir? Na, ich und...
die anderen Passagiere. Komm, erzähl mal nichts. Wenn du so machst, ist immer irgendwas im Busch. Sei doch nicht so neugierig. Erzähl mir lieber, was mit dir los ist. Das sind die Spätfolgen. Die treten normalerweise erst nach 23 Uhr auf. Red doch keinen Unsinn. Mama hat mir geschrieben, dass du diesen Unfall hattest. Was ist für ein Unfall? Der schwere Sturz aus großer Höhe. Ach, die Geschichte ist doch längst vergessen. Ich bin fit wie ein Turnschuh. Pass auf jetzt. Ah, ja. Na, da bin ich aber froh. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Was das denn? Den habe ich zur Hochzeit bekommen. Den hast du zur Hochzeit bekommen. Was denn für eine Hochzeit? Meine? Du hast... Das Kind hat geheiratet, ohne uns was davon zu erzählen. Wen denn? Das ist eine Überraschung. Ha! Ich weiß es. Du hast ihn mitgebracht, stimmt es? Mehr oder weniger. Ach, dann wohl aber auch Zeit. Ich habe einen Schwiegersohn und weiß ja nichts von dem. Ist er auch Jurist, so wie du? Nein. Aber er ist auch ein Studierter. Sozusagen. Ach, Kind, nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Komm doch mal her, erzähl doch mal. Was macht deine bessere Hälfte denn beruflich? Sie ist Doktor am Massachusetts Institute of Technology. Wo? Am Massachusetts Institute of Technology. Bates, hast du das gehört? Die ist am Massnology. Habt euch nicht kennengelernt. Auf dem Highway. What? Wir wären fast zusammengestoßen, weil ich so scharf gebremst habe. Und das denn? Wegen dem Frosch. Hä? Der hatte sich am Beinchen verletzt und hüpfte hilflos zwischen den Autos hin und her. Ja, das will, damit ein armes Tierchen ja bald überfahren worden. Also, das ist ja genau wie bei 11.000 anderen Tierchen jedes Jahr. Es war ganz schön schwierig, den wieder einzufangen. Ja? Er war doch so glitschig. Er ist uns dauernd wieder aus der Hand geflutscht. Aber wir haben ihn zum Glück noch erwischt und in meinen Rucksack gesteckt. Ach, seitdem sind wir unzertrennlich. Du und der Frosch? So ähnlich. Das ist eine tolle Geschichte. Du bist jetzt mein Schwiegersohn. Das erzähle ich euch alles, wenn Mama dabei ist. Ist sie oben? Nee, die Mama ist in der Palmstraße. Bis die wiederkommt, das dauert. Na dann, geh ich erst mal duschen. Ich komm mit. Du bleibst hier. Ganz schön abgenommen. Also, lebst du noch? Ja, aber nimm mal lang. Hilf mal aus dem Ding hier raus, Ben. Los, Ben. Nicht, das ist richtig schon krank, Ben. Als wärst du kurz vor der Sticker. Ich bin ja auch, Ben, ich mach die Knüttel auf. Wie soll das denn gehen? Ach, bist du dämlich. Du willst ja jetzt schon wieder hin. Ich geh nach oben, da hab ich eine Schere. Warte, das brauchst du doch gar nicht. Ich hab doch hier... Anton! Liebling! Weißt du, wo der Melissentee ist? Guten Tag, mein Name ist Steiner. Susanne Steiner, Dr. Susanne Steiner. Sie sind der Doktor? Genau. Nehmen Sie doch das Ding da mal weg. Geht nicht, ist angewachsen. Merkwürdig. Was ist merkwürdig? Liebling, kann es sein, dass es in deiner Familie gewisse Fälle von Debilität gibt? Was meinst du damit? Ja, ich meine, ist bei euch schon mal mentale Insuffizienz aufgetreten? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Ich meine, ist dein Vater bekloppt? Wie kommst du denn auf sowas? Frage deiner, der hat mich ja angestarrt, als hätte er noch nie eine blonde Frau gesehen. Das war bestimmt Bad, das ist so ein großer Blonder. Genau. Mein Vater ist ein kleiner Dicker. Und der ist nicht? Stimmt nicht. Mein Vater ist ein ganz vernünftiger und umgänglicher Mensch. Und falls ich deinen Eltern begegne, wie heißen die nochmal? Zimmermann. Mit Vornamen. Anton und Uschi. Ach, keine Sorge. Die sind ganz locker drauf. Und wenn du die siehst, sagst du denen einfach, guten Tag. Na, die hat Nerven. Ach. Petrus, wo ist denn der Doktor von der Südsee? Nein, war sie doch da. Ich kann dir sagen, dieses blöde Korsett, da geht einem vielleicht Kreuz zu. Guten Tag, mein Name ist... Steiner, ich weiß. Sie kennen mich. Aber ja, was bringt Mutti auf den Tisch? Hurra, das ist ja Südseefisch. Kleiner Scherz, Frau Doktor. Ja, besser als meine sind ihre aber auch nicht. Wie bitte? Ach nichts, dann sind sie. Ein todkranker Mann. Zimmer an.
Anton! Anton, sieh doch mal. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Ja, wird ja Zeit, dass Sie sich endlich mal blicken lassen. Haben Sie gesundheitliche Probleme? Wollen Sie mir auf den Namen nehmen? Ich kann nicht mehr sitzen, nicht mehr stehen, ich beliehe überhaupt nichts mehr. Ich müsste verhungern, wenn ich meinen Freund Bettis nicht hätte. Ernsthaft, wie ist das denn passiert? War das ein Witz? Natürlich nicht, aber ich wusste nicht, dass es Ihnen so schlecht geht. Schlecht? Schlecht ist überhaupt kein Ausdruck. Was war ich früher? Und was bin ich heute? Ein todkranker Mann. Stimmt mit Bettis, ein steifer Greis. Stimmt, steifen Reis ist meine Uschi auch immer gerne. Ihre Uschi? Aber im Moment hat sie gar keinen Appetit und fällt immer von der Leiter. Hör doch endlich mal mit deiner blöden Uschi auf. Ja, ich dachte immer, es wäre ihre Uschi. Erst ja. Aber sie hat so sehr gestunken, da habe ich sie Bettis geschickt. Erst wollte er mir Geld dafür geben, aber er ist ja mein bester Freund und sie hat sich auch gut bei ihm stehen mit Bettis. Und meine Mutti mag sie auch. Bettis, nun lass das doch. Sonst denkt die Frau Doktor, mit uns stimmt was nicht. Ach, wie käme ich denn dazu, mit Ihnen stimmt alles. Warten, mich denn überhaupt nichts. Sehen Sie nicht, in welchem Zustand ich bin? Doch, doch, Sie brauchen Hilfe, viel Hilfe. Schön, dass Sie das endlich einsehen. Da brauchen Sie also kein neues Röntgenbild mehr von mir. Nee, was mit Ihnen los ist, sieht man auch so. Dann kann ich also mit Ihrer Unterstützung rechnen. Jederzeit. Ich werde das gleich mit Ihrer Tochter besprechen. Ich darf das doch gar nicht wissen. Er meint, sie darf gar nicht wissen, wie krank ich wirklich bin. Das Kind würde sich sonst nur unnötig sorgen. Herr Zimmermann, Sie sollten das aber mit Ihrer Familie besprechen. Sie wissen doch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, ja, geteilte Kohle ist halbe Kohle. Nee. Es wird das Geld sehen. Mit Geld ist Ihnen nicht zu helfen. Was Sie brauchen, ist eine anständige Therapie. Eine Therapie? Nein. Kommen Sie, Frau Doktor. Darüber müssen wir nochmal durchsprechen. Bitte, nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Eine Tasse Tee vielleicht. Tee? Wäre schön. Ja, da drüben ist die Teeküche. Ich würde ja gerne aber... Danke, ich schaffe das schon. Oder soll Bettis Ihnen helfen? Danke, ich mache das schon selbst. Ich mache das aber gern. Kann ich mir denken. Aua, das tut doch weh. Ja, sicher tut das weh. Wenn das gut geht, wollt's ihn immer haben. Da macht man so einen riesen Aufstand und die Frau will einem eine Therapie verschreiben, aber das bist du schuld. Ich? Ja, natürlich. Ich hab doch direkt gesagt, wir brauchen einen Rollstuhl. Hätte man einen ganz anderen Eindruck gemacht. Was kann ich denn dafür, wenn keine da sind? Da musst du eben was anderes mitbringen. Oh Gott, wenn man den alles selber mäht. Wo willst du denn hin? Auf den Rudolfplatz im Verkehr regieren. Ich gehe jetzt in den Altenheim und besorge mir einen Rollstuhl. Aber da muss ich doch mitkommen, Anton. Du bleibst hier und passt auf, dass die Frau Doktor da bleibt. Aber nicht anpacken, klar? Aber Uschi braucht doch ihre Medizin. Dann rufst du deine Mutter an, dass der sie soll ihr die Medizin geben. Mich. Wir haben uns doch heute Morgen noch am Kühlschrank getroffen. Ja, Mutti, ich heiße genauso wie du. Nein, nicht Mutti, Mutti. Ich heiße Bettis. Bettis Norman. Dein Bubibub. Kannst du deinem Bubibub einen Gefallen tun, Mutti? Im Badezimmer, da steht doch Uschis Medizin im Regal. Nein, nicht Strichninis, Regal. Genau, das braune Fläschchen. Davon gibt es hier mit 2-3 Tropfen in den Schnabel. Und wenn du noch eine Frage hast, dann... Wie, wer ist da? Hier ist Was wollen Sie denn? Heute komm ich zum Gratulieren und ich bringe Ihnen Ihren wohlverdienten Hauptgewinn, weil ich heute Ihr Glücksfisch bin.
Trulla, 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 la, trulla, 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 la, den wohlverdienten Aufgewinn, weil ich heute glücklich bin. Wie bitte? Aber was wollen Sie denn von mir? Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt, Herr Zimmermann. Aber ein Glücksbild, offensichtlich ein bisschen schwer vom Begriff, lieber Herr Zimmermann. Aber ich bin gar nicht Herr Zimmermann. Dann lassen Sie mich die ganze Nummer hier vortanzen. Hätten Sie das nicht gleich sagen können? Wollte ich ja. Und wo ist Herr Zimmermann? Er ist im Altenheim Rollstuhlbesorger. Was wollen Sie denn von dem Herr... Hering! Mein Name ist Hering. Hering wie Hecht? Ja, so ungefähr. Ja, dann weiß ich, was Sie hier wollen. Na, fangen Sie gleich mal an. Womit? Na, mit den Kakerlaken. Hier überall. Ich glaube, Sie verwechseln mich. Ach, dann sind Sie gar nicht der Kakerlakenjäger? Nein. Ich überbringe eine frohe Botschaft. Ach, dann sind Sie von der Kirche? Nein. Aber Familie Zimmermann wird sich über meinen Besuch bestimmt sehr freuen. Verstehe. Und vor allem die Tochter, hä? Ja, die bestimmt auch. Ja, da geht sie mal in den Hühnerstall, da ist Luzi nämlich. Ich sag mal dem Wacker Anton Bescheid, dass sie da sind. Wachsen sie noch? Nur in den Monaten mit Y. Silvester. Ist er weg? Ja, Einstein hat das Gebäude verlassen. Ein Glück. Der Typ ist mir irgendwie unheimlich. Das ist ein bisschen merkwürdig. Merkwürdig? Ha! Der ist total bescheuert. Harry Harry, Südseefisch. Zu seiner Steiner Massachusetts Institute of Technology. Wow! Dann gehören Sie nicht zu den Zimmermanns. Ich fürchte, doch. Wieso? Stimmt mit denen was nicht? Ich bitte Sie. Herr Zimmermann läuft herum wie ans Kreuz genagelt und leidet an einer eingebildeten Krankheit. Seine Frau hat ihm angeblich zu sehr gestunken und deswegen hat er sie an seinen Freund verschenkt. Und er starb da ein Mann, dass einem Angst und Bange wird. Klingt er wie ein Irrenhaus. Und mit denen sind Sie verwandt. Ach, verstehe, Sie sind die Schwiegertochter. Ich wusste aber nicht, dass Zimmermann seinen Sohn haben. Haben Sie auch nicht, ich habe die Tochter geheiratet. Keine Angst, Homosexualität ist nicht ansteckend. Ja, dann will ich mal... Haben Sie Kopfschmerzen? Ach, und wie? Das dachte ich mir doch. Ihre Aura trübt sich. Können Sie sehen? Natürlich. Ich wandle seit Jahren auf dem Pfad des Pilgers.
Und nun, endlich darf ich mich Meister im Tempel der Toyota nennen. Ich denke, Sie kommen von Südseefisch. Davon irgendwas muss ich ja meine Miete zahlen. Aber behalten Sie das bitte für sich. Meine Schüler dürfen das nicht erfahren. Eigentlich bin ich Reiki-Meister am Institut für therapeutische Reinkarnation in der Palmstraße. Noch so ein Spinner. Wer bitte? Tut mir leid, aber ich halte von dem ganzen Humbug nichts. Das ist doch wissenschaftlich überhaupt nicht belegbar. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Hamlet? Nein, Harry. Ich könnte es Ihnen beweisen. Was? Dass ich heilende Kräfte habe. Ich könnte etwas gegen Ihre Kopfschmerzen tun. Wirklich? Nichts leichter als das. Eine kleine Hypnose. Und Sie sind für weggeblasen. Sicher? Na klar. Erst vorgestern habe ich eine meiner Patientin auf diese Weise von einem übeljuckenden Anschlag befreit. Wenn Sie möchten. Na schön. Gut. Und nun denken Sie an einen wunderbaren Ort. Ein Ort, an dem Sie sich besonders wohlfühlen. Das Meer. Ich bin so gern am Meer. Gut, das ist sehr gut. Nun entspannen Sie sich und denken Sie jetzt an das Meer. Sie hören die Brandung, die Möwen, den Wind. Sie spüren Salz auf ihrer Haut. Sie atmen tief und ruhig. Tief und ruhig. Der Schmerz in ihrem Kopf wird immer weniger. 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 Und ist ganz weg. So, Frau Steiner, jetzt können Sie wieder aufstehen. Ihre Kopfschmerzen sind verschwunden. Frau Steiner! Frau Steiner! Jetzt hören Sie doch auf mit dem Quatsch! Nicht schon wieder! Hepatitis, ne? Hier, Hypnose. Sollte der Patient nicht wie gewünscht erwachen, erweckt man ihn durch Reiben des rechten Daumens an der Fingerkuppe des Mittelfingers. Wobei derselbe am Handballen zügig zum Anschlag gebracht wird. Wieso funktioniert das nicht? Sollte auch diese Methode sich als erfolglos erweisen, fragen Sie am besten Ihren Anwalt oder wählen Sie 110. Bloß nicht! Vielleicht hilft die Akari! Ich hab dir gleich gesagt, das funktioniert nicht. Ja, du hast mir nicht gesagt, dass ich mir dabei meine Männlichkeit abquetsche. Im Rollstuhl wäre das nicht passiert. Hatten Sie ja keinen. Hab ich ja gleich gesagt. Also lass mich wieder runter. Wie heißt das Zauberwort? Simsalabim. Nein, das Zauberwort heißt bitte. Also schön bitte. Und jetzt den ganzen Satz. Petrus, lass mich bitte wieder runter.
das? Ich hab doch gesagt, bitte. Was macht die denn hier? Wer? Was macht die denn hier? Weiß ich doch nicht. Gar nichts, ich hab sie nicht mehr angefasst. Sag die Wahrheit. Vielleicht schläft sie ja. Dann müssen wir sie aufwecken. Stell mal vor, die findet hier jemand. Uschi zum Beispiel. Nee, da besteht keine Gefahr, die ist in der Palmstraße. Oder mein Schwiegersohn. Da besteht auch keine Gefahr, der ist so klein, der kann gar nicht über den Tisch gucken. Hat meine Tochter einen Zwerg geheiratet? Die ist er jedenfalls nicht. Egal, Hauptsache, Mann, wir hatten schon Angst, die wäre. Was denn? Nix. Würdest du sowieso nicht verstehen. Was machen wir jetzt mit der Frau Doktor? Guck mal, vielleicht ist sie ja hypnotisiert. Was hat da drauf? Hier steht doch da drin. Warum müssen die ihre scheiß U-Bahn gerade hier bauen? Meine Frau! Was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen... abdecken, wir müssen abdecken! Die kommt nicht, weil sie am Appell ist. Und die 17 hat gar nicht erst angehalten. Anton, was machst du denn da? Ach, ich hänge ja bloß so rum. Du hängst da rum wie ein Affe auf dem Schleifstein. Komm aus dem Ding da raus. Das geht doch nicht wegen der Frau Doktor. Welche Frau Doktor? Na, die da. Ja, die Frau Doktor, die da, die hat gesagt, für meinen Rücken soll ich Gymnastik machen. Und Bethes hat gesagt, aufhängen wäre gut. Das machen wir bei uns im Altenheim auch immer mit Demenzkranken. Und das hilft. Natürlich, da könnte nicht weglaufen. Seit wann hast du was am Rücken? Seit meinem schweren Sturz aus großer Höhe verspüre ich da hinten immer so ein Stechen. Ich glaube, bei dir sticht es ganz woanders. Wie lange willst du eigentlich noch auf der Tour rumreiten? Bis er das Geld hat. Was denn für Geld? Die 10 Euro, die Bethes mir noch schuldet. Bethes, weißt du, warte, jetzt gibst du die 10 Euro meiner Frau, dann kann die sich ein Taxi in die Palmstraße nehmen. Nicht nötig. Mir ist gerade eingefallen, dass mein Meister Manikürchen heute sowieso nicht da ist. Soll das etwa heißen, du bleibst jetzt hier? Hast du was dagegen? Nee, ich dachte nur, wegen der Kakerlaken. Die hast du doch schon weggeräumt. Umso besser. Wenn wir morgen den Laden wieder aufmachen wollen, dann haben wir noch einiges zu tun. Ist das schon das Toastbrot? Ja, das ist das Toastbrot. Ist das schon gegangen? Nee, das schläft noch. Dann bring es in den Gärschrank. Oder soll das hier vertrocknen? Nee, mach direkt. Gut, dann helfe ich dir. Brauchst du nicht, das macht Bethes schon. Musst du denn nicht ins Altersheim? Nee, ich hab doch heute frei. Dann kümmere ich mich mal ums Mittagessen. Bethes, lass mich wieder runter. Oh, was machen wir jetzt mit dem Toastbrot? Ab in den Gärschrank, David. Da ist die Frau Doktor drunter, du Dussel. Jetzt, wo du es sagst. Was machen wir denn jetzt mit dir? Lass sehen, ich glaube, wir brauchen jetzt einen Arzt. Frau Doktor! Wir brauchen einen Arzt! Antonette! Riechsalz! Das hilft bei meiner Mutti auch immer! Mein Gott, irgendwie muss die Frau da wach zu kriegen sein. Hallo, Fräulein, aufstehen! Frühling! Hallo! Keine Chance. Ich hol mal einmal Wasser. Was anderes hilft hier nicht mehr. Mehr. Ich suche das Meer. Halt! Mehr. Mehr Zuschauer sind leider nicht rein. Ist das Meer? Nee, da ist das Meer. Endlich mal eine Frau, die tut, was ich sage. So eine Sauerei. Ja, was rennst du da draußen rum? Ach, ich hab doch
Melissentee geholt. Wer trinkt denn sowas? Der ist für Su. Suchst du eigentlich immer noch einen Lehrling? Wie kommst du denn jetzt da drauf? Das fiel mir gerade so ein. Was ist denn das für ein Gespenst? Das ist kein Gespenst. Oh nein, das ist mein neuester Werbegag. Ein lebensgroßer Weckmann. Tatsächlich? Ja, klar. Das war knapp. Liebe Frau Doktor, nehmen Sie es nicht persönlich, aber solange Sie nicht bei Verstand sind, stören Sie hier nur. Da ist das Meer. Meer? Ich will ans Meer. Das bleibt so lange da drin, bis spätestens das Riechsalz bringt. Mit wem redest du denn da? Mit dem Toastbrot. Und wieso soll Bätes Riechsalz bringen? Du hast doch eben gesagt, hier kommst du nicht mehr raus, bevor Bätes das Riechsalz bringt. Nein, ich habe gemeint, das hältst du nicht mehr aus, weil Bätes vor Mief schon stickt. Meister Toyota sagt, man muss den Menschen mit den Augen der Liebe sehen. Dann musst du bei Bätes aber beide Augen zudrücken. Wieso überhaupt Meister? Ich denke, zu dem Stusi gehst du nicht mehr. Meister Toyota ist kein Stusi. Nee? Was ist denn überhaupt schon für ein Name, Toyota? Toyota ist japanisch und heißt, nichts ist unmöglich. Mein Meister besitzt übersinnliche Kräfte. Ja, klar. Der besitzt die übersinnliche Kraft, dir dein Geld aus der Tasche zu ziehen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass der mit einer toten Katze reden kann. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Das kann ja sein, aber von dem Unsinn bist du ja Gott sei Dank geheilt. Du hast wie immer recht, mein kleiner Zuckerbäcker. Was denn sonst? So, Frau Steiner, hier ist der Kaffee in der Weckrute auf. Frau Steiner! Frau Steiner, wo sind Sie? Wo sind Sie, Frau Steiner? Meister Toyota? Was machen Sie denn hier? Kaffee. Ushimata, schön Sie zu sehen. Was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Dann ist der Bäckermeister Zimmermann Ihr Mann? Genau. Aber ich dachte, Sie sind heute auf Ihrem Lehrgang für afrikanisches Trommeln gegen Weichteilrheumatismus. Der ist ausgefallen. Der Dozent hat Gicht. Was machen Sie denn hier bei uns? Sagen Sie nichts. Ich habe bestanden. Was? Meinen Propädeutikus für therapeutische Reinkarnation. Richtig. Sie haben bestanden. Das ist ja wunderbar. Dann können wir sofort meinen kleinen Elvis rufen. Später, Ushimata. Mir ist nämlich ein kleines Malheur beim Hypnotisieren passiert. Schon wieder? Ach, das kriege ich auch noch hin. Erst muss ich Frau Steiner suchen. Wen? Die Blonde, die hier eben auf dem Tisch lag. Ich dachte, Sie kennen sie. Ich nicht, aber... Anton, mach dich auf was gefasst. Ushimata, was ist mit Ihnen? Ihre Aura verdunkelt sich. Ja, und die wird auch so bald nicht wieder hell. So werden Sie mit Ihren negativen Energien nicht fertig. Erst müssen Sie Ihren Mittelpunkt wiederfinden. Erstmal muss ich meinen Mann finden. Wenn ich mit dem fertig bin, habe ich auch meinen Mittelpunkt wieder. Ushimata, ich helfe Ihnen. Das wäre nett. Sie suchen die Blondine und sehen zu, dass sie wieder wach wird. Und ich nehme mir in der Zwischenzeit den alten Casanova vor. Ich weiß gar nicht, wo ich suchen soll. Vielleicht in unserem Schlafzimmer. Wo ist das denn? Die Treppe darauf und dann links. Links? Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Eigentlich ganz einfach. Wieso bist du denn schon da? Das ist eine längere Geschichte. Kind. Lass dich mal anschauen. Gut siehst du aus.
Mama, was ist denn los? Kind, ich will dich nicht damit belasten. Stimmt was nicht mit Papa und dir? Ach, Kind, das ist ein schmerzliches Kapitel. Ich will uns die Wiedersehensfreude nicht damit verderben. Raus mit der Sprache, was ist passiert? Mama. Also erzähl. Ich glaube, dein Vater hat ein Verhältnis. Mit einer anderen Frau? Nee, mit dem Eisbär. Bitte. Ist doch wahr. Angefangen hat alles mit dieser Betty. Da habe ich ihn das erste Mal erwischt. In Flagranti? Nee, im Wohnzimmer. Ich bin gerade dazu gekommen, wie die zu ihm gesagt hat, ein Anruf genügt. Ich mach das dann, wenn deine Frau das mit dem Blasen nicht kann. Ich weiß nicht, was daran so komisch ist. Nichts, Mama. Gar nichts. Es ist nur die Vorstellung, dass Papa... Es ist schön zu sehen, wie eine Tochter Anteil am Unglück ihrer Mutter nimmt. Entschuldige, Mama. Vielleicht findest du es ja noch komischer, wenn ich dir sage, dass dein Vater schon wieder was mit einer Blondine hat. Wie kommst du bloß darauf? Er treibt es mit ihr in der Backstube. Ach, Mutter! Mein Meister hat es mir erzählt. Sie lag eben noch hier, auf diesem Tisch. Dein Meister? Gehst du immer noch in die Palmstraße? Ja, aber das darf dein Vater nicht erfahren. Obwohl, du bescheißt mich auch nach Strich und Farbe. Ach, ich kann das alles immer noch nicht glauben. Wart's ab, die Erfahrung wirst du auch noch machen. Das glaube ich kaum. Bitte? Ich glaube kaum, dass Papa sowas macht. Verteidige ihn nur. Du warst ja immer an seiner Seite. Mama, so war das doch nicht gemeint. Hast du denn ja nichts gemerkt? Nichts. Überhaupt nicht. Sie war völlig normal. Wie immer. Sie hat die Gardinenstange angeknabbert, Kölner Lauf gerufen und auf den Teppich geschissen. Verdammt! Meinst du, sie hat Schmerzen gehabt? Glaube ich nicht. Sie hat einen ganz friedlichen Gesichtsausdruck. Ja, das finde ich auch. Sie hat fast ein bisschen gelächelt. Aber so plötzlich! Ja! Vielleicht war ein Herzinfarkt. Könnte Papagei doch einen Herzinfarkt kriegen? Bei dauerndem Stress? Meine Uschi hatte keinen Stress. Nee, was ist mit deiner Mutti? Ich hab nur mal manchmal einen besonderen Sinn für Schönheit. Und trotzdem kein Grund, den Papagei die Krallen zu lackieren. Und ich meine, es sind doch keine gute Idee, dir immer die Federn zu tupieren. Bestimmt nicht. Sag mal, Betis, hast du dir schon Gedanken über die Beerdigung gemacht oder ist es noch zu früh, darüber zu sprechen? Ach, ich würde sie am liebsten ausstopfen lassen. Ja, dann hast du sie immer bei dir. Du müsstest sie doch manchmal ein bisschen abstauben. Sie ist weg. Wer? Die Frau Doktor. Nee, die ist nicht weg. Die habe ich in der Gärkammer zwischengelagert. Und ich dachte schon, der hätte eine U-Bahn-Baustelle geschmissen. Bettes. Wir sind hier im Schwank und nicht im Horrorfilm. Aber in der Gärkammer kannst du nicht bleiben. Stell dir mal vor, die macht jemand an. Aber der Hühnerstall ist doch noch frei. Mr. Jack Lutz ist doch wieder da. Ach ja, richtig. Ich weiß, was wir machen. Wir bringen sie auf den Mehlspeicher. Ja, dann mal los. Vielen Dank, Fettes, das kann ja lang. Ich sage nur das Zauberwort und sie folgt mir auf Schritt und Tritt. Da bin ich aber gespannt, Anton. Doktor, hier ist das Meer. Frau Doktor, hier ist das Meer. Frau Doktor. Jetzt ist die volle Lotte gegen die Rückwand geballert. Die ist bestimmt nicht mehr zu gebrauchen. Was machen wir denn jetzt? Jetzt musst du mir doch helfen. Ach, auf einmal. Das würde ich mir noch mal gut überlegen, Mama. Geschieden ist man schnell. Susanne? Susanne?
Bitte geh mal ran, Schatz. Liebling, ich bin's. Du hättest mir ruhig mal Bescheid sagen können, dass du nach Düsseldorf fährst. Ruf mich mal schnell zurück, ja? Ich vermisse dich doch schon. Wie süß, du klingst ja ganz verliebt. Hast du mich erschreckt? Das wollte ich nicht. Wann kommt er denn? Wer? Mein Schwiegersohn. Wusst du was? Ja, aber das ist eine längere Geschichte. Jetzt bin ich aber erst mal dran. Mama, setz dich mal dahin. Mama, bei mir ist es nicht so wie bei Papa und dir. Das will ich aber auch schwer hoffen. Aber offensichtlich ist dein Vater im zweiten Frühling. Den reizen die Kirschen in Nachbars Garten. Naja, wie die zu Hause schmecken, weiß er ja auch. Hab ich dich jetzt richtig verstanden? Du meinst... Ja, Mama, es gibt doch süße Kirschen, saure Kirschen, Herzkirschen. Und Papa wollte einfach mal einen neuen Geschmack ausprobieren. Was dem schmeckt, bestimme immer noch ich. Mama, nun sei nicht so. Ihr müsst einfach mal was Neues ausprobieren. Meinst du wirklich? Ja, und zwar was ganz Aufregendes. Ja, da weiß ich ja schon was. Was denn? Beim nächsten Mal lassen wir das Licht an. Tolle Idee, Mama. Und denk immer daran, Sexualität ist nichts Schmutziges. Wenn man's richtig macht, schon. Wenn's bei euch wieder knistert, vergisst Papi die anderen Frauen. Er ist doch kein schlechter Kerl. Vielleicht hast du recht. Im Grunde ist er doch ein verlogener Saukerl. Du hättest mich ja fast rumgekriegt. Aber ich wusste, dass man diesem Mann nicht trauen kann. Ich weiß gar nicht, worüber du dich so aufregst, Mama. Worüber? Kind, bist du wirklich so naiv? Raus mit der Sprache, Anton. Wer ist das? Das ist eine längere Geschichte. Papa, sag's Mama doch einfach. Was denn? Das ist sein Beckmann. Luzi. Du hast einen Vogel. Vogel? Uschi. Uschi, du weißt es ja noch gar nicht. Sie ist tot. Wer? Mein Papa ist im vergangenen Frühjahr gestorben und jetzt auch noch seine Mutti. Die auch? Was ist das denn passiert? Bitte, gib mir mal das Buch. Die Frau auf dem Tisch ist deine tote Mutti. Das stimmt doch gar nicht. Der arme Kerl hat das überhaupt noch nicht realisiert. Bettes, mein herzliches Beileid. Wann ist denn das passiert? Heute Mittag? Bettes, wie furchtbar. Bettes, es tut mir so leid für dich. Was willst du noch? Ich möchte mich gerne von Hannelore verabschieden. Entschuldigung, bitte. Salat da. Sei nicht so läppsch. Ich bin nicht läppsch. Ich bin nur vorsichtig. Ich möchte nicht, dass ihr euch ansteckt. Womit denn? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sie euch auch gerne beantworten, aber ich weiß, ihr würdet euch nur furchtbar darüber aufregen. Bettes, woran ist sie gestorben? An einer Krankheit? Genau, an einer schlimmen, schlimmen Krankheit. Wie äußerte die sich denn? Zuerst hat sie ihre Krallen verloren. Er meint, sie hatte so ein Knallen in den Ohren. So eine Art Hörsturz? Ja, von der Leiter. Und ihr Körnchen hat sie auch nicht mehr gemocht. Sie hat getrunken.
Kranken. Und wie? Wieso hast du denn keinen Arzt gerufen? Warum sollte er? Sie war doch ansonsten quietschvergnügt. Sie war völlig normal, wie immer. Sie hat auf den Teppich geschielt. Und ihre Salzstangen geknabbert. Und dann hat sie noch mal Köller Lars gerufen und dann war sie über der Wupper. Die arme Frau. Aber wieso habt ihr sie denn hierhin geschleppt? Ja, das war, weil Bates fand, sie fühlt sich so kalt an. Und da wollte sie ein bisschen in die Gärkammer liegen, damit sie sich aufwärmt. Das ist doch völlig bescheuert. Ja, natürlich, aber wir können das sagen. Hast du dir denn schon Gedanken über die Beisetzung gemacht? Oder ist es jetzt noch zu früh, um darüber zu sprechen? Ich würde sie am liebsten ausstopfen lassen. Dann hätte ich sie immer bei mir. Dann brauchen wir sie nur manchmal abzustauen. Anton, lass jetzt deine blöden Witze. Entschuldigung. Wir brauchen jetzt zuerst einen Doktor. Ja, aber hier liegt doch schon einer. Bett ist die Frau auf dem Tisch, ist deine tote Mutti. Jetzt, wo du es sagst. Komisch. Ich dachte immer, deine Mutti wäre viel... Dika? Du hast so lange nicht mehr gesehen, ne? Ein halbes Jahr oder so. Ja, dann kannst du es ja gar nicht wissen. Sie hat eine Diät gemacht. Warum das denn? Aber Betz, das weißt du doch. Wieso denn nun? Sie hat jemanden kennengelernt. In ihrem Alter? Ja, auch der Herbst hat seine schönen Tage. Dann hat sie deshalb auch die Haare blond färben lassen? Genau. So, lieber Bates, jetzt wollen wir die Mutti mal entsorgen. Fass doch mal bitte mit an. Was habt ihr denn vor mit der lieben Verstorbenen? Wir wollen sie im Garten vergraben. Oh. Das geht doch nicht. Wieso? Da ist doch genug Platz. Das müsst ihr doch Fachleuten überlassen. Am besten ist, ich rufe mal gleich bei Kuckelkorn an. Ja, wenn du meinst. Aber vorher wollen wir in einer stillen Schweigeminute der Toten gedenken. Hier im Kreise unserer ganzen Familie. Aber zum Kreis der Familie gehört ja jetzt noch jemand. Richtig, unser Schwiegersohn. Der ist schon hier. Nein, es gibt keinen Schwiegersohn. Wie bitte? Natürlich gibt's ihn. Ich hab den laufenden Meter doch gerade noch gesehen. Wieso hast du uns denn noch nicht vorgestellt? Ich muss euch vorher noch was erklären. Ach was? Schwiegersohn, wo bist du? Mama, nun wartet doch mal. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir sehen, ob wir Frau Doktor wieder zu Verstand kriegen. Wie soll das denn gehen? Wir hatten doch eben auf ein Wort gehört. Was war das denn noch? Irgendwas mit Wasser. Atlantik. Pazifik? Meer. Da zieht das Wissen fast nicht mehr. Leg doch mal dieses blöde Buch weg und hilf mir mal. Guck doch mal. Sollte der Patient nicht wie... So, erweckt man ihn durch Reiben des rechten Daumens an der Fingerkuppe des Mittelfingers, wobei derselbe am Handballen zügig zum Anschlag gebracht wird. Wie soll das denn gehen? Der funktioniert nicht. Anton, du musst doch einfach bloß so machen. Spätestens, wenn die Schlippen gemeint hätten, hätte es auch Schlippen geschrieben. Schade. Bei meiner Uschi funktioniert das immer, wenn ich so mache. Bei meiner Uschi hat das nie funktioniert, wenn ich so gemacht habe. Wie denn auch? Deine Uschi ist doch eine Fuhr. Sie war, Anton, sie ist nicht mehr. Darf ich sie denn bei euch im Garten begraben? Von mir aus. Hinterm Kompost neben Elvis ist noch Platz. Was machen wir jetzt mit der Frau Doktor? Ich probiere mal mit Kaffee. Und ich mit 4711. Also was machen wir denn, wenn das auch nicht funktioniert? Wenn das auch nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht weiter. Guck mal im Textbuch nach. Inge. Ich hab's gleich. Sag, dauert das noch lange. Jutta! Also, pass auf, du sagst, dann weiß ich auch nicht weiter, guck beim Textbuch nach. Hab ich doch gerade gesagt und danach?
Habe ich doch gerade gesagt und danach. Klaus, du bist zu blöd, einen Eimer Wasser umzukippen. Kann ich ja ohne Brille besser, Mensch. Auftritt Uschi Luzi. Wind, Wind, Wind ist Grappa der Lohn. Hä? Wind, Wind, Wind ist Grappa der Lohn. Peter, du spinnst ja. Klaus, hier steht. Auftritt Uschi Luzi. Kind, 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 weiß Papa das schon? Ich bitte dich, Kind, ich bin doch tolerant. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Mir macht das überhaupt nichts aus. Aber Kind, was haben wir bloß falsch gemacht? Nichts, Mama. Mama, sowas macht man aber nicht. Muss ich bloß mal gucken. Was macht deine denn beruflich? Sie ist Doktor am Massachusetts Institute of Technology. Ach da! Dann ist sie Amerikanerin. Nee, Susanne ist Deutsche. Woher kommt sie denn? Aus Düsseldorf. Lesbisch allein reicht wohl nicht. Seid richtig verheiratet. Mit Brief und Siegel und mit allem, was dazugehört. Ist der echt? Da bin ich mir ganz sicher. Der ist von Tiffany's. Meiner ist von Goldkrämer. Da gehört deine Susanne zur höheren Gehaltsklasse. Das kann man schon so sagen. Tatsächlich. Wo ist meine Schwiegertochter denn jetzt? Ich glaube, sie ist nach Düsseldorf gefahren. Dort hat man ihr eine Professur angeboten. Ach! Ja, dann muss aber das neue Bettzeug drauf. Guck mal in der Kommode nach. Den Boden unter mir nachgegeben und jetzt bin ich da. Dann sind Sie oben nach rechts gegangen, in die Mehlkammer. Ja, was macht ihr da für eine Tracht? Man könnte mal in der Welt. Da ist sie ja endlich. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Na, wie gefällt dir unsere Schwiegermutter? Gut. Und? Wie gefällt dir unser Schwiegersohn? Unser was? Unser Schwiegersohn, das Scheiblettentürmchen. Ach ja, der! Großartig! Mir gefällt er auch nicht, aber auf alle Fälle besser als eine Frau. Wo kommst du her? Was machst du beruflich? Beruflich! Ja. Aber Anton, vielleicht will er mein Schwiegersohn jetzt nicht. Ja, sicher will er. Wie heißt du überhaupt? Harry, erzähl doch mal die tolle Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Ich weiß jetzt nicht. Aber ich auf dem Highway. Und lass ihn doch die Geschichte erzählen. Ich finde das toll, wie ihr euch engagiert habt. Ach, das haben wir gern getan. Aber war ja auch zu blöd, da auf dem Highway rumzuhopsen. Also wirklich. Ja, manche Menschen können eben keine Schilder lesen. Das arme Tierchen bestimmt nicht. Was für Tierchen? Genau, ihr musstet es doch wieder einfangen. Richtig, jetzt weiß ich wieder. Ich habe das Känguru einfach am Schwanz festgehalten. Dann ist es leider zusammengebrochen und abgehauen. Aber zum Glück konnte ich es noch am Hals festhalten. Und dann Känguru hat in Luzis Rucksack gepasst. Ja, es ließ sich gut knicken.
Luzi hat mir die Geschichte ganz anders erzählt. Du kennst sie doch. Sie übertreibt gerne mal ein bisschen. Komm, wir beide kümmern uns jetzt ums Essen. Unser Schwiegersohn hat bestimmt Hunger. Ja, wir können den armen Mann doch nicht so lange stehen lassen. Doch, der muss die Blondine suchen. Ich meine, Luzi. Ab in die Küche. Die gehen überhaupt nicht weg. Frau Steiner, wo kann sie bloß sein? Sie kann doch nicht einfach in Luft. Frau Steiner, da sind Sie ja. Jetzt machen Sie bitte auf. Ich kann Sie doch Schematte nicht in diesem Zustand präsentieren. Wie ist das denn schon wieder? Los, Frau Doktor! Stellen Sie sich nicht so an! Hier ist ja ein Betrieb wie auf dem Hauptbahnhof! Anton! 4711 konnte ich nicht auftreiben. Tut's auch. Kloster Frau Melissengeist? Oh Gott, sie ist weg! Sie ist weg! Die Frau Doktor! Haben Sie die nicht irgendwo gesehen? Nein, tut mir leid! Das ist ja komisch. Gerade war sie noch da gewesen, weg. Ich war nämlich eben bloß nur kurz draußen und hab dann... Das auch noch. Zeit. Weg. Nein, er war hier. Nein, sie ist weg. Ja. Na, die Leiche. Hier bitte ja nicht. Er hat doch eben noch hier gelegen. Na, jetzt ist er weg. Vielleicht ist er wieder aufgewacht. Aber bist du eigentlich von Natur aus so blöd oder hast du geübt? Wieso? Das ist die Frau Doktor. Der müssen wir die Nummer mit dem Rückenmark verkaufen. Das war eine Scheißidee von dir. Wieso von mir? Du willst doch unbedingt Karnevalsprinz werden. Stimmt. Also müssen wir jetzt die Frau Doktor suchen. Wo denn? Das weiß ich auch noch nicht. Aber wenn man drüber nachdenkt, kommen wir schon drauf. Spätestens, wenn... Wenn du an ihrer Stelle wärst, wo würdest du dich verstecken? Im Krematorium? Auf Melag. Melag ist ja noch besser. Anton, das Essen wird kalt. Wo ist denn Bertes Mutter? Auf Melag. So schnell! Ja, die Leute von Kupplikon waren schon da. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Siehste, weil Bertes das auch nicht mitbekommen hat, müssen wir jetzt nach Melaten seine Mutti suchen. Bertes, was willst du eigentlich mit dem Spaten? Den Männern von Kupplikon helfen. So, ich wäre dann soweit. Wo ist Papa? Mit Bätes auf Melaten eine Grabstelle aussehen. Meinst du, Bätes kommt ohne seine Mutti überhaupt zurecht? Nee, vermutlich werden wir den adoptieren müssen. Drei Uhr. Wieso ist denn der Gärschrank noch nicht an? Lass mal, das mache ich schon. Kannst du das denn noch? Ja, natürlich. Erst 20 Minuten halb und dann eine Viertelstunde volles Rohr. Bäckerei, Zimmermann, Zimmermann, guten Tag. Hannelore. Hannelore? Ich denke,
denke, du bist tot. Nicht rot, tot. Anton hat mir das erzählt und dein Sohn. Ja, da bin ich aber froh. Nein, ich muss nicht aufs Klo. Nicht es, nicht hier. Kein Bier. Bert, es ist nicht da. Ja, gut, sag ich ihm. Ja, tschüss, Hannelore. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bettes Mutter ist gar nicht tot? Dein Vater hat schon wieder gelogen. Du meinst? Ja, natürlich. Die Frau, die unter der Decke lag, ist sein Stößchen. Jetzt bin ich platt. Was willst du denn jetzt machen? Keine Ahnung. Ruhig, Blut. Nur ruhig, Blut. Ich werde mir jetzt eine angemessene Reaktion ausdenken und warten, dass mir dabei dein Vater über den Weg läuft. Dabei will ich euch mal nicht stören. Komm du mir und das Plümmer. Du kannst was erleben. Ich werde sie dir abreißen. Eins nach dem anderen. Ganz, ganz langsam. Du wirst den Tag verfluchen, an dem du mich kennengelernt hast. Ich werde dich vor den Richter zerren und fix und fertig machen. Ha! Der Rosenkrieg war dagegen ein Kaffeekränzchen. Nee, ich will nicht mehr. Mehr? Ich such das Meer. Die Blondine. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Kommen Sie sofort da raus, Sie Flittchen. Hallo. Ein bisschen Dalli. Oder ich gebe für Ihre Gesundheit nicht so viel. Wo bin ich? Falsche Frage. Was kriege ich gleich ins Kreuz? Oh mein Gott. Was ist denn eigentlich passiert? Das sollten Sie mal meinen Mann fragen, Blondie. Ihren Mann? Dann sind Sie Frau Zimmermann. Allerdings. Freut mich wirklich, Sie endlich kennenzulernen. Ich habe ja schon so viel von Ihnen gehört. Sie haben über mich gesprochen. Oft. Ich kenne sozusagen Ihre ganze Lebensgeschichte. Selbst das kleine Malheur, das Ihnen damals im Karneval passiert ist. Kleines Malheur ist gut. Mein Anton hat geschrien wie am Spieß. Bloß wegen der zermatschten Eier? Sie sind gut. So was kann bleibende Schäden hinterlassen. Bei den Hühnern? Was geht Sie das überhaupt an? Bitte Sie, wo ich doch jetzt zur Familie gehöre. Das ist ja eine Unverschämtheit. Dann haben Sie also was gegen unsere Verbindung. Das können Sie sicher wohl denken. Schade, dass Sie so wenig Verständnis für uns haben. Eigentlich hätte ich ein bisschen mehr Toleranz von Ihnen erwartet. Schämen Sie sich eigentlich gar nicht? Für meine Liebe? Bestimmt nicht. Sie wissen noch gar nicht, was Liebe ist. Runter. Als wir beide uns das erste Mal in die Augen sahen, hatte ich das Gefühl, dieser Mensch ist das Beste, was mir je in meinem Leben begegnet ist. Tatsächlich? Wir wussten beide, dass unsere Seelen sich seit Ewigkeiten kennen und dass das Schicksal uns endlich wieder zusammengeführt hat. Wirklich? Wir gehören zusammen. Was auch passiert, von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Und deshalb bitte ich Sie um Ihren Segen. Den kann ich Ihnen nicht verwehren. Auch wenn ich dann einsam und verlassen bin. Bitte Sie, Sie können uns doch besuchen, so oft Sie wollen. Danke, aber ich weiß, wann es Zeit ist zu gehen. Eine kleine Bitte hätte ich noch. Sie haben mir schon das Herz aus der Brust gerissen. Was wollen Sie noch von mir? Könnte ich ein Glas Wasser haben? Das finden Sie in der Teeküche. Danke. Freut mich wirklich, dass wir jetzt alle Missverständnisse beseitigt haben. Thank you.
verstehe das nicht, wie vom Erdboden verschluckt die Frau. Welche Frau sucht ihr denn? Bettys Mutter, die ist auf dem Laden irgendwo zu finden. Kann sie ja auch nicht, sie ist doch gar nicht tot. Nicht tot? Bettes, freu dich, deine Mutter lebt. Aber das weiß ich doch. Bettys, das hättest du mir sagen müssen. Gib dir keine Mühe, Anton. Ich durchschau jetzt dein intrigantes Spiel. Weißt du, was die meint? Ja, stell dich nur dumm. Du steckst doch mit ihm unter einer Decke. Was haben sie dir den Kaffee getan? Es ist nicht an dir, hier dumme Witze zu reißen. Judas! Ist die sauer? Keine Ahnung. So habe ich die noch nie erlebt. Was denn los mit dir, mein Plunderteilchen? Über meine Befindlichkeit wird sich mein Anwalt informieren. Wieso Anwalt? Da fragst du noch, ich will die Scheidung. Dann bin ich mal durch die Tür. Bates, du kannst mich jetzt nicht alleine lassen. Ich hab dir doch gleich gesagt, das funktioniert nicht. Liebchen. Liebchen, nur sag mir doch mal, was in dich gefahren ist. Mir das Herz gebrochen. Ich? Was redest du für eine Blödsinn? Gib dir keine Mühe. Alles Leugnen ist zwecklos. Ich habe sie bereits kennengelernt. Wen? Die große Liebe deines Lebens. Du Jeckenditz, da bist du doch. Fass mich nicht an, du fiese Möpp. Ich weiß ja nicht, was du willst. In meinem Leben gibt es keine andere Frau außer dir. Und wer ist das? Das ist die Frau Doktor. Schön, dass sie wieder wachst. Kann schon sein, aber nicht zu meiner. Streng dich nicht an. Sie hat mir doch alles gestanden. Mensch, nimm die Arme runter. Geht nicht, ich bin verwachsen. Was hat sie meiner Frau gestanden? Dass ich zur Familie gehöre. Wir sind schließlich verheiratet. Ach, geheiratet habt ihr auch schon. Das ist Bigamie. Dafür kommst du ins Gefängnis. Warte mal, sind Sie mit dem Klammersack geboren? Können Sie meiner Frau so einen Scheiß erzählen? Aber das stimmt doch. Schön, dass es Ihnen wieder besser geht. Ist doch Quatsch, wir sind doch gar nicht verheiratet. Nein, Papa. Sehen Sie, der Kind sagt genau. Nein, Papa. Ich habe verstanden. Und Sie hoffentlich auch. Natürlich. Über was reden wir denn dann noch? Über die Hochzeit. Fängt ihr schon wieder damit an? Papa, lass es dir doch erklären. Warum stehst du denn da so? Er ist verwachsen, warum auch immer. Halt du dich da raus. Mit der Bekloppten werde ich alleine fertig. Papa, ich bitte dich. Susanne ist nicht bekloppt. Wer ist denn jetzt Susanne? Das ist Susanne. Das ist Susanne? Dann ist sie... Genau, sie ist... Oh Gott, ist mir das peinlich. Und ich dachte, dass er und sie... Und ich dachte, sie hätten was dagegen, dass sie und ich... Aber nein, ich weiß doch schon längst, dass sie und sie... Anton, was ist los mit dir? Kann mir mal einer erzählen, was hier läuft? Anton, das ist aber ein Missverständnis. Ich bin mit Luna verheiratet. Verstanden? Kann doch. Geht da doch hintereinander. Anton, ich hab dir bitter Unrecht getan. Ich hab gedacht, du bist mit ihr verheiratet. Aber das ist natürlich Blödsinn. Sag ich doch die ganze Zeit. Totaler Blödsinn. Ich bin mit ihr verheiratet. Weißt du, was ich gerade verstanden habe? Du wärst mit ihr verheiratet. Soll das etwa heißen? Ja. Ich habe Susanne in Boston kennengelernt. Aber eigentlich kommt sie aus Düsseldorf. Sag doch irgendwas. Ist es denn so schlimm, dass ich eine Frau geheiratet habe? Nee, aber aus Düsseldorf. Jedenfalls freut es mich, Sie kennenzulernen. Oh. Ja, mich auch. Also der Zwerg wäre mir lieber gewesen. Sei nett zu ihr.
die hat jetzt eine Föß. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Astrophysikerin. Anton, hast du das gehört? Unsere Schwiegertochter macht Horoskope. Nicht ganz. Ich beschäftige mich momentan mit der Teilchentheorie als Ursache auf Fernwirkungskräfte. Anton, da habt ihr doch schon was gemeinsam. Mein Mann beschäftigt sich nämlich auch mit Teilchen. Liebchen, das sind noch keine Teilchen wie bei mir mit Pudding. Das sind Teilchen mit Relativitätstheorie, aber das verstehst du nicht. Sagen Sie das nicht. Für die Relativitätstheorie habe ich eine ganz einfache Erklärung. Wenn Sie Ihre Nase in meinen Arsch stecken, haben wir beide eine Nase im Arsch. Aber ich bin in der relativ besseren Position. Ich hab doch schon gesagt, sie kommt aus Düsseldorf. Musst du das immer erwähnen? Südsee, hast du dir diesen Quatsch immer noch nicht aus dem Kopf geschlagen? Das ist kein Quatsch, das ist... Versicherungsbetrug. Ende der Diskussion. Deswegen haben sie auf todkrank gemacht. Warum denn so förmlich? Ich bin die Uschi. Und das ist der Anton. Und das ist das Toastbrot. Susanne, mein Schwiegersohn ist. Wer ist das denn? Das ist Meister Toyota vom Institut für therapeutische Reinkarnation. Aus der Palmstraße? Aber eigentlich ist er Herr Hering von Südseefisch. Von Südseefisch, Hering, Goldfisch, Goldjunge. Hier bin ich. Susanne, ich bitte dich, ich kenne doch wohl meinen Meister. Er ist sozusagen beides. Verstehe ich nicht. Heute komme ich zum Gratulieren und ich bringe Ihnen Ihren wohlverdienten Aufgewinn. Weil ich heute glücklich bin. Ulla, 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 la. Ulla, 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 la. Den wohlverdienten Aufgewinn. Weil ich heute glücklich bin. Warum beklappt er? Gehört er zu Ihnen? Zu dir? Nee, zu mir bestimmt nicht. Mein Name ist Hering. Ich komme von Südseefisch. Ja, ich würde Sie gerne begrüßen. Und du bist sicher, dass in deiner Familie noch keine Fälle von Schwachsinn aufgetreten sind? Im Moment kommen mir da gerade Zweifel. Anton, du kannst mit der Show aufhören. Ich habe deine Briefe an Südseefisch gar nicht abgeschickt. Nee? Baba, bist du fies. Da wissen Sie ja, wie krank ich bin. Na, so krank sehen Sie gar nicht aus. Oh, da fragen Sie meinen Schwiegersohn. Der ist Doktor. Der Astrophysiker. Sag ich doch, ich bin physisch am Ende. Keine Angst, Herr Zimmermann. Es gibt nichts, was durch eine kleine Hypnose nicht zu beheben wäre. Anton, lass den Quatsch. Hören Sie bloß auf damit. Ihnen verdanke ich, dass mir 2 Stunden meines Lebens fehlen. Da hast du hier nicht viel verpasst. Herr Hering weiß doch, dass dir nichts fehlt. Doch, 35.000 Euro.
Dann überlegen Sie, was Sie mit dem Rest machen. Was denn für ein Rest? Na, der Rest vom Hauptgewinn. Herr Zimmermann hat 50.000 Euro gewonnen beim Preisausschreiben von Südseefisch. Was denn beim Preisausschreiben? Sie sind der 1000. Besucher, der auf einer Fischfrikadelle ausgerutscht hat. Enttäuscht von diesem Fischverkäufer. Aber lieber Ushimata. Es hat sich ausge-Ushimata. Jetzt werde ich nie erfahren, was mit meinem armen Elvis passiert ist. Und das ist doch gut so. Wie bitte? Ich wollte sagen, es ist gut so, dass du endlich eingesehen hast, dass das alles bloß Humbug ist. Sie Scharlatan! Oh nein. Ich werde Ihnen beweisen, welche spirituellen Kräfte in mir stecken. Elvis, ich rufe dich. Elvis, ich rufe dich. Geben Sie mir Ihre Hände. Ich brauche Kraft, viel mehr Kraft. Wir bilden einen Kreis. Er kommt!